So, halli, halli, hallo, hier ist die Sieglinde Sorglos wieder und der Knut, wa? Der Knut, wa? Ja, passte direkt, auch mal wieder direkt ineinander verliebt, einer von den Guten. Ja, der Knut, der interessiert sich, oder hat sich bei mir interessiert, für, passt mal auf, hier, Knut, zeig mal, was du Schönes von mir erworben hast. Meine neue Flöte. Ja, die neue Flöte, da. Ja, ja, da kommt nur nichts raus. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Darum passt das so gut. Ja, sind von Schwalbe. Auspuff mit Trümmer. Was war bei dir kaputt? Was hast du nochmal gesagt? Ja, der Schalldämpfer war ein durchgerostet, ein Loch. Ja, hier, Schalldämpfer war durchgerostet, unten ein Loch drin, hier unter der, auch hier, wo die... da die Schelle drauf. Wo die Schelle, genau, wo die Schelle immer richtig drauf ist. Ja, ja, richtig, ganz, ja, und so weiter. Ja, und ja, der ist ja noch top, der ist auch richtig schon vorgeglüht. Man, ja, der ist vorgeglüht, man sieht das hier, ne? Genau, wa? Wir haben jetzt selber nichts vorgeglüht, weil der Knut ist mit dem Auto und ich hab morgen eine Blutabnahme und darum glühen wir jetzt nichts vor. Ganz einfach. Genau, wa? Ja. Ja, dann haben wir noch was gemeinsam. Was haben wir noch gemeinsam, Moped-mäßig? Ja, Harley Davidson. Ja, Harley Davidson. Der Knut, der hat auch schon seit Jahren Harleys. Ja. Ich glaube, der fährt ein bisschen öfters als ich. Seit 84 fahre ich. War früher auch in Clubs drin gewesen. Das habe ich aber aufgegeben, soweit war. Ja, ja, ich habe meine erste Harley bekommen. Warte, mein Sohn, der war geboren 91 habe ich meine erste Harley bekommen. Eine Harley Davidson, E-Glide Sport. Ja. Habe ich gekriegt. Von 1990 mit der hessischen Brötchenarmatur. Ja, aber auch schon mit dem Evo drin, war halt so. Ne? Ja. Naja, okay, wir wollten uns nur mal kurz vorstellen, ich wollte mal kurz den Knut vorstellen, ne, weil er wirklich in Ordnung ist. Und jetzt fängt die Saison ja an und dann habe ich meine Schwalbe wieder topfit, die benutze ich auch mal für zwischendurch, aber ein wunderbares Moped kann ich nur weiterempfehlen. Ja, ich habe... Ja. Verbrauch wenig, ist mit 60 km das einzige Moped, was 60 fahren kann. Ja, ist richtig. Weil die anderen Mopeds ja nur 45, also... Besser geht er nicht. Ja, Verbraucht wenig Benzin, ist eigentlich noch nachhaltig. Qualmt zwar ein bisschen, ist aber trotzdem. Ja, aber ist trotzdem nachhaltig. Ich sehe das auch so. Ja. Ist auch nachhaltig. Ich habe auch schon mehrere Schwalbe gehabt, bin aber auch nicht so viel gefahren. Ich habe auch zwar schon viel besessen, habe meistens nicht so viel bewegt. Da kommt wieder die Zeit und dann, wenn du so viel hast, kannst du nicht alles bewegen. Und das ist halt so. Aber Schwalbe habe ich auch schon gehabt. Ich habe sogar schon gehabt eine Habicht, einen Sperber und einen Spatz. Und eine Simson SR1 habe ich auch schon gehabt. Hast du auch schon gehabt? Ja, aber dann habe ich schon alles gehabt. Wenn ich mal darauf spekuliert hatte, auf dem Duo, dann nimmt aber zu viel Platz. Ach so, und du, weg, den Krankenfahrstuhl. Ja, es ist soweit. Da war ich auch schon öfters dran, aber nimmt zu viel Platz weg. Ist so. Ja, ne? Das ist aber auch ein kurioses Teil. Ja, ja, das ist ein bisschen, naja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch noch nicht so da dran getraut. Weiß man nicht, was. Da passen sogar die Fender, die Kotflügel und alles und der Motor sowieso. Ist die alles. Sieht ja auch aus wie eine Schwalbe, nur als Streik, wa? Ja, und ein Dach drauf, ne? Ja, muss auf dem Schwalbemann Dach. Du musst auf dem Schwalbemann Dach drauf bauen. Wie ein fahrendes Hauszelt sieht das Ding aus, wa? Ja, okay. So, da haben wir genug gequatscht. Also, wir wollten euch nur mal kurz teilhaben lassen an unseres, an der netten Nachmittagsstunde jetzt gerade. Macht es gut, viele Grüße. Wenn euch das ein bisschen gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Der Knut würde es machen. Auf jeden Fall, ne? War top, war. Ja, und hier Sigi, top, töfte Typen kennengelernt. Gebe ich zurück. Okay, tschüss, macht's gut.